Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute mal ein paar richtig leckere Hähnchen-Drumsticks Jägerart machen. Das Ganze im Dutch Oven. Wie das geht, was ihr braucht, das seht ihr jetzt. An Zutaten benötigen wir heute, fangen wir an mit den Pilzen. Da habe ich hier einmal braune Champignons, dann haben wir hier noch ein paar Pfifferlinge. Wir brauchen etwas Weißwein, Zwiebeln, Salz und Pfeffer, ein bisschen Bacon oder gewürfelten Speck. Dann habe ich hier Gemüsefond, Entschuldigung. Dann habe ich hier noch einmal ein bisschen Sahne. Hier hinten brauchen wir ein bisschen frische Petersilie und hier haben wir so ein paar Hähnchen, Unterkeulen, auch Drumsticks genannt. Das waren die Zutaten, die genauen Mengen und das ausführliche Rezept wie immer unten in der Videobeschreibung. Schnippeln müssen wir heute auch wieder. Da fangen wir hier mit unseren Zwiebeln an. Die werde ich zuerst wie immer halbieren. Und dann machen wir daraus ein paar Halbringe. Nach den Zwiebeln kommen die Champignons. Die nehmen wir uns dann und werden die einfach nur vierteln. Dann haben wir hier noch die Petersilie, die brauchen wir einfach nur fein hacken. Da sind wir mit dem Schnippeln durch. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wir nehmen hier unsere Drumsticks. Dann werden wir uns ein bisschen Salz nehmen und dann werden wir die einfach nur von allen Seiten so ein bisschen einsalzen. Pfeffern werden wir sie später, weil die werden wir anbraten. Deswegen werden wir sie am Anfang erstmal nur salzen. Auch das ist erledigt, somit wärmen wir durch. Ich werde jetzt im Hintergrund den Grill starten und da sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir am Grill angekommen. Befeuert habe ich den wieder hier mit den Kohlen von bestcharcoal.eu. Da findet ihr nach wie vor unten in meiner Videobeschreibung den 15% Gutschein bei denen im Shop. Sollte einer Interesse haben und diese Kohlen mal testen wollen, könnt ihr den gerne nutzen. Ich bin schwer begeistert von den Kohlen, denn sie können wirklich lange, sie können heiß, sie sind beim Anmachen sehr raucharm. Aber das könnt ihr, wie gesagt, selber testen. Grill ist an. Jetzt nehmen wir uns hier unsere DOSQ4 von Barbecue Toro, stellen die schon mal hier drauf. Den Link zur DOSQ4 von Barbecue Toro, den findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Auch da gibt es noch einen aktuellen Rabattgutschein auf den ersten Einkauf bei Barbecue Toro von 10% auf das gesamte Sortiment. Hier nehme ich aber jetzt erstmal schön den Deckel runter, lasse die auf Temperatur kommen. Dann können wir hier auch schon ein bisschen Öl reingeben. Alternativ zu der DOSQ4 könnt ihr natürlich auch einen normalen Dutch Oven nehmen. Das funktioniert ganz genauso. Und jetzt warten wir nochmal, bis das Öl richtig heiß ist. Und jetzt, wo das Öl schön heiß ist, nehmen wir hier unsere Drumsticks und braten die von allen Seiten schön an. Das machen wir natürlich portionsweise. Nachdem die erste Ladung dann hier so richtig schön goldbraun rundherum ist, nehmen wir die raus, werden uns dann die anderen nehmen und die genauso anbraten und dann geht's weiter. Die letzten Drumsticks sind angebraten, jetzt geben wir den Bacon rein. Dazu kommen dann auch gleich die Zwiebeln. Und auch das braten wir erstmal so ein bisschen an. Dazu kommen dann jetzt unsere Pilze.
fangen wir mit den Champignons an. Die rühren wir dann schon mal runter. Dann die Pfifferlinge. Und auch die werden wir jetzt erstmal schön mit umbraten. Ihr seht, unsere Pilze sind jetzt richtig schön eingefallen und schön klein geworden, haben es wässern begonnen. Jetzt geben wir unseren Weißwein dazu. Und auch den lassen wir jetzt erstmal so ein paar Minütchen köcheln, damit der größte Teil vom Alkohol verfliegen kann. Jetzt, wo das Ganze gut 15 Minuten vor sich hingeköchelt hat und so ein wenig einreduziert ist, kommt dann unser Fond dazu. Auch da warten wir wieder, bis der das Köcheln anfängt. Auch das hat angefangen zu köcheln. Jetzt geben wir da unsere Sahne zu. Auch die rühren wir erstmal schön unter und dann warten wir wieder, bis dies Köcheln anfängt. Das fängt jetzt auch das leichte Köcheln an. Jetzt werde ich es noch einmal durchrühren. Dann nehme ich mir so ein Löffelchen und koste mal. Ja, Salzgehalt ist okay. Pfeffer fehlt wie immer. Da braucht ihr aber auch jetzt nicht so viel dran geben. Hier so ein bisschen was reicht, denn wir haben unsere Drumsticks auch noch mit Pfeffer gewürzt. Nicht, dass es nachher too much wird. Weil dran geben könnt ihr später immer noch. Nur wegnehmen ist dann ein bisschen schwieriger. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Boah, ist das heiß. Oh ja, das reicht so, das ist geil. So, jetzt werden wir dann unsere Drumsticks nehmen. Die nehmen wir einfach, legen die schön in die Soße. Und jetzt, wo wir dann alle Drumsticks drin haben, geben wir hier schön den Deckel drauf. Dann werde ich alles wieder auf indirekte Hitze umbauen. Jetzt, wo dann alles auf indirekt umgebaut ist, denn wir brauchen keine brachiale Hitze mehr von unten, nehmen wir die Schale, stellen sie drauf, machen dann den Deckel zu. Und das Ganze lassen wir dann jetzt nochmal so eine halbe bis dreiviertel Stunde so leicht vor sich hin köcheln. Ist halt nur dafür, dass unser Hähnchen fertig durchgaren kann, weil wir es ja anfangs nur außen scharf angebraten haben. Macht ihr das jetzt nicht im Grill wie ich, sondern nehmt einen Dutch-Oventisch oder eure Dutch Oven Station, wie ihr euch das da gemacht habt, weiß ich ja nicht. Dann braucht ihr anfangs zum Anbraten so circa einen halben Anzündkamin, damit ihr richtig Schub drunter habt. Und dann jetzt packt ihr euch dann so 6 bis 8 Kohlen unten drunter. Einfach nur so viel, dass das leicht vor sich hinsimmern kann. Aber jetzt warten wir erstmal die Dreiviertelstunde ab und ich denke, dann können wir auch schon gleich probieren. Die 45 Minuten sind auch rum. Jetzt werden wir uns das Ganze nochmal anschauen. Wie man sehen kann, das brodelt ganz leicht. Jetzt werden wir uns die Hähnchenteile erstmal wieder rausnehmen, denn wir müssen uns die Soße noch so ein bisschen andicken. Unsere Hähnchenteile haben wir draußen und bevor wir sie jetzt andicken, geben wir noch unsere Petersilie dazu. Auch die rühren wir unter. Dann machen wir noch mal den Deckel drauf, warten bis das aufköchelt. Jetzt köchelt das Ganze, jetzt rühren wir hier unsere Speisestärke ein. Da ist wie immer so viel, wie dick ihr eure Soßen haben wollt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Das zieht jetzt doch ganz gut an.
Ja, dann machen wir jetzt unsere Hähnchen noch mal rein. Lassen die noch mal heiß werden und dann sehen wir uns oben am Tisch, wenn wir probieren. Endlich sind unsere Jäger Drumsticks aus dem Dutch Oven fertig. So schaut das Ganze aus hier. Hier sehen wir unsere Soße. Ihr seht die schönen Pilze, Zwiebeln, Speck drin. Es ist auch recht sämig geworden, durch das wir die angedickt haben. Finde ich perfekt. Dann zu unseren Drumsticks. Ihr seht, Röstaromen sind dran. Aber ich gehe mal jetzt davon aus, wenn ich mir jetzt hier so ein bisschen was abmache, die Haut, die wird eher, ja, ledrig will ich nicht sagen, eher schön weich sein statt kross. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich werde mir jetzt hier so ein bisschen was abmachen und dann werden wir probieren. Es liegt einfach nur daran, weil wir das Ganze in der Soße halt gegart haben. Deswegen ist dann die Haut nicht mehr so kross. Zum Wohl. Mmh. Wow. Noch ein Pilzmopsen und ein bisschen Soße. Alles in allem ist das wie immer eine richtig tolle, runde Nummer. Die Soße, die hat richtig, also einen richtig geilen Geschmack. Durch das wir halt vorher unsere Hähnchenteile angebraten haben, haben die so diesen Geschmack davon angenommen. Also richtig mega. Zu den Hähnchen, das ist durch. Auch butterzart, kann man nicht anders sagen, da es halt in der Soße gegart wurde. Klar, die Haut, sage ich von vornherein, das muss man mögen, dass der dann halt so ein bisschen weicher ist und nicht mehr so kross. Wer das so nicht mag, der lässt die Drumsticks halt raus, legt sie beiseite und macht sie sich so fertig, dass sie kross bleiben und macht sich dann die Soße dazu. Aber so wie das jetzt hier ist, ist das eine richtig runde Nummer. Macht das nach und lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Damit wären wir dann für heute auch schon wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sollte dem so sein, könnt ihr mir gerne dafür einen Daumen nach oben da lassen. Dann natürlich auch einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben irgendwo nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Da bitte draufklicken, dann auch die Glocke aktivieren und kein Video mehr verpassen. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.